Deine Mama ist gleich da. Mein Bein tut so weh. Da ist deine Mutter schon. Hey, mein Schatz, was ist denn los? Mama! Ich hab den Krankenwagen schon gerufen. Ah, gut. Bin da runtergefallen. Ach, du Arme. Tschüss. Tschüss, gute Besserung. Komm mit, Emily. Ach, die arme Emily. Ja, das ist traurig, dass sie jetzt schon gehen muss. Aber sie wird gerade vom Krankenwagen weggefahren. So traurig. Ja, aber wir probieren jetzt einfach trotzdem weiter Spaß zu haben, okay? Okay. So, komm mal raus, Emily. Dann fahre ich dich nach oben. Ich komme mit. Natürlich. Dann kommen sie. Ach, meine arme kleine Maus. Was ist denn genau passiert? Sie sagt, sie sei vom Spielturm gesprungen und da unten mit einem Fuß umgeknickt. Oh je, das überprüfen wir dann mal. Na komm, Emily. Kann ich laufen? Nein, wir schieben dich in der Trage. Ich rufe schon mal den Aufzug. Er müsste gleich kommen. Mhm. Machen Sie das. Gut. Na komm, Emily. Mhm. Dankeschön. Komm schon, mein Schatz. Ab in den Aufzug. Ach, dann fahren wir mal nach oben. Dann wirst du untersucht. Mhm. So, Emily, wir sind jetzt in der Untersuchungsabteilung. Dort kommen wir zum Arzt. Kitty ist eine hervorragende Ärztin. Kitty? Das ist ja eine Katze! Ja, das ist eine Katze. Aber eine sehr gute, ausgebildete Katzenärztin. Ja, bitte. Das tut ja so weh. Ich würde sagen, du setzt dich erstmal auf die Trage, oder, Kitty? Na komm, ich helfe dir, Emily. Na komm. Okay. Na komm, mein Schatz, ab zum Röntgen. Mhm. Vielen Dank, Kitty. Und? Was siehst du? Ganz eindeutig ein Bruch. Ein Beinbruch. Ich würde sagen, ich gehe jetzt in den Operationssaal. Und du fährst den Krankenwagen wieder? Alles klar. Dann geh du mal wieder runter. Und ihr beide geht zum Operationssaal. Okay? Okay, danke. Komm schon, mein Schatz. Ab zum Operationssaal. Tschüss, ich muss dann den Krankenwagen fahren. Sie können sich hier hinsetzen und warten, während Ihre Tochter operiert wird. Und ich muss den Krankenwagen weiterfahren. Okay? Okay, vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Na komm. Lass uns loslegen. Mhm. Hallo. Ich bringe hier die Emily. Sehr schön. Dann legt sie sich jetzt mal auf die Liege. So. Ich lege sie mal auf die Liege und gebe ihr dann ein Betäubungsmittel, dass sie sofort einschläft. So, liebe Emily. Dann komm mal her. So. Ich gebe dir jetzt ein Betäubungsmittel und ja, sie schläft schon. Und damit sie noch mehr betäubt wird, kriegt sie diese Maske. Dann fangen wir mal an zu operieren. Und los. Oh Mann, ich mache mir da so Sorgen. Was passiert wohl mit ihr?
meine Güte. Ja, ich wollte Ihnen nur sagen, Ihre Tochter ist wohl auf. Die Operation ist gut gelaufen. Sie ist auf ihrem Zimmer. Sie sollten vielleicht jetzt nach Hause gehen, aber Sie können dann morgen zu ihr. Alles klar, vielen Dank. Ach, mein Mäuschen. Hallo. Hallo. Cool, dass du mich besuchst. Ich bin hier so alleine. Wie heißt du? Ich bin Emily und du? Ich bin der Klaus. Hihi, witziger Name. Was ist mit dir passiert? Ich hatte einen Skateboardunfall und hatte eine Platzwunde. Und du? Ich wollte von einem Turm springen. Und dann bin ich mit dem Fuß umgeknickt und das ist meine Karte. Hallo, ich bin Mr. Karte. Mr. Karte. Und was dann? Naja, ich bin halt von dem Turm gesprungen, bin mit dem Fuß umgeknickt und das Bein ist gebrochen. Oh je, du Armer. Ich bin hier schon seit 2 Wochen. Echt langweilig hier. Ich muss hier 3 Wochen bleiben, bis ich nach Hause darf. Ein komplizierter Bruch. Willst du etwas Saft haben? Oh ja, gerne. Ich schütte es an ein Glas. Dankeschön, den Rest ist für dich. Danke. Prost. Ah, lecker. Ja. Da habe ich jetzt auch Appetit drauf, auf meinen leckeren Orangensaft. Schmeckt der lecker. Wollen wir was malen? Klar, ich will zu Bananen. Ja, lecker. Wollen wir denn jetzt was malen? Da hinten hatte ich einen tollen Maltisch. Gut, aber ich kann nicht aufstehen. Was machen wir denn da? Ich weiß nicht. Vielleicht einen Rollstuhl holen. Wo hatte ich denn einen Rollstuhl? Ja. Dürfen wir den einfach so klauen? Oh, die Ärztin kommt. Oh nein, warte, ich helfe dir. Aber die Ärztin kommt doch. Und dann denkt sie, nein, nein, Kinder, ihr dürft den Rollstuhl doch nicht einfach klauen. Das geht doch so nicht. Tut mir leid, aber wir wollten nur zum Maltisch. Na gut, dann ist das in Ordnung. Aber das nächste Mal fragt ihr mich bitte. Okay? Ja, danke. Komm, ich schieb dich hin, Emily. Ich kann nicht schon alleine. Danke. Okay. Du schonst deinen Kopf bitte auch ein bisschen, Klaus. Mach ich. Ich male das weiter. Ich das Haus. Ich mag Pink. Deshalb der Stuhl. Ich mag auch Pink. Viel Spaß beim Malen. Danke. Okay, darf ich den Apfelsaft mitnehmen? Nein, der Apfelsaft gehört Klein Pitt. Los, Klein Pitt. Kommt ab mit euch ins Bett. Dann mache ich das Licht aus. Es ist ja schon ganz dunkel. Ja, gut. Ordnung. So, dann mache ich mal das Licht aus. Hier ist der Rollstuhl, den stelle ich wieder dahin. Und ich mache euch jetzt mal das Licht aus, okay? Und dann schlaft ihr auch bitte. Dann ist nämlich Nachtruhe hier im Krankenhaus, okay? Okay. Licht aus. Hihi, aber unsere Nachtlampen sind noch an. Gute Nacht. Ich bin müde. Gute Nacht. Hm.
Was passiert wohl als nächstes? Finde es nächsten Freitag raus.